Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Quaresma Skillshow. Ja, heute geht's mal wieder weiter. Wir haben ein neues Team, wir haben einen neuen 5-Star-Skiller und um den wird es heute gehen. Wenn ihr selber PSR Max noch gut haben braucht, um Packs zu ziehen, schaut bei Kinguin vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr mich unterstützen, würde ich mich sehr darüber freuen. Auch ein Like auf diese Episode wäre eine richtig, richtig nice Geste. Und wenn ihr Headset-Bedarf habt, schaut bei Sennheiser vorbei. Auch dazu ist der Link zum Marktführer in der Videobeschreibung. Facebook, Twitter sind da auch. Und ihr seht schon das Team im Hintergrund. Es ist Silber und es ist Gold. Und der 5-Star-Skiller ist, denke ich mal, relativ offensichtlich. Wenn ihr auf Footed guckt, das ist Mazuku, das ist der nächste, der Südafrikaner, spielt bei den Orlando Pirates, 5-Star-Skills, 4-Star, Weave 168 groß, mittelgeringer Arbeitsraten, Rechtsfuß 79 Tempo, 79 Dribbling, 67 Shooting, kostet 2000 Coins, hat im ersten Spiel ein Tor gemacht und naja, werdet das erste Spiel gleich sehen und dann werden wir mal schauen, wie das Ganze so sonst so gelaufen ist. Allgemein ist für momentan nicht so wirklich mein Spiel, aber dieses Team sieht an sich gar nicht mal so schlecht aus, mit Zoe, den gezogenen Spieler, dann noch mit Easy Matt Mirin, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ich glaube, so wird ausgesprochen, Maxes, Arias und Matlabak, glaube ich, auf der Linksverteidigerposition. Sieht solide aus. Das gegnerische Team Nummer 1 sieht nicht so solide aus. Haze 4 Days heißt es. Ist ein portugiesisches Team im Aufbau, zumindest mit 3 Bronzespielern. Und man sollte denken, es war einfach, aber FIFA will mich in den letzten Tagen so wirklich ein bisschen verarschen. Ich werde es auch in dieser Episode mal wiedersehen. Deswegen macht mir FIFA auch keinen Spaß mehr. Ich habe es ja schon mehrmals erwähnt. Und in dieser Episode heute war es ganz besonders schlimm. Vor allem, weil man, wenn man so ein Pech hat wie ich, einfach auch nicht skillen kann. Wir gehen in die erste Szene der Partie und zwar nach knapp 12 Minuten. Jackson Martinez versucht es zumindest mal mit ein paar Skill-Moves. Hier vorbeigegangen mit der Ballrolle, spielt den Ball in den Rückraum und sofort klebt jemand an Quinteros Arsch und den kriegst du doch nur ganz, ganz schwer wieder weg, deswegen sind Skills quasi unmöglich. Hier der erste Hacke zu Hacke, der zweite sollte ein Berberspin werden, der dritte sollte auch ein Berberspin werden, aber er macht 3 Hacke zu Hacke, verliert den Ball. Es gibt aber immer einen Freistoß und auch mit Freistößen haben wir jetzt mittlerweile so unsere Probleme. Quaresma kann die eigentlich, wir haben es schon mehrmals gesehen, der kann das richtig gut. Guckt euch die Poweranzeige an, anderthalb Balken, 1/3 und er haut den so übers Tor. Richtig bitter, allerdings ging es auf der anderen Seite noch bitterer weiter, denn die erste Chance des Gegners, Quinion, spielt den Ball auf Meire und es steht 1:0. Zoe bewirbt sich für den schlechtesten Torwart in FIFA 15 Ultimate Team. Die goldene, sagen wir einfach mal Kokosnuss, geht an ihn und er bewirbt sich gleich in der nächsten Szene noch weiter dafür. Allerdings erst in der nächsten Offensivszene des Gegners. Ich versuche es dann wieder nach vorne zu kommen, macht das hier gut mit einem Roulette-Spin, mit Mazuku, ein Hacke zu Hacke. Der Pass auf Martinez und der Schuss wird gehalten. Natürlich, wie könnte es anders sein, vom gegnerischen Keeper. Quaresma nochmal mit dem Rabona-Fake, aber der war unnötig und dementsprechend die nächste Szene der Partie. Und zwar natürlich für den Gegner, ich habe es ja angedeutet, Rafa geht durch die ganze Verteidigung durch. Keiner hält ihn so wirklich auf, der gegrätschte Schuss und durch die Beine von Zoe. Alter Schwede, den muss man halten und da war wirklich mein Tag schon wieder gelaufen, aber was soll's. Wir versuchen natürlich weiter dran zu bleiben. Es war aber sehr, sehr schwierig, denn unsere Chancen wurden einfach nicht genutzt. Fake-Shot von Martinez, Doppelpass mit Guarin, der Schuss und natürlich, natürlich hält sein Bronke-Keeper diesen Ball so. Gut, zweite Halbzeit, nächster Versuch. Quaresma geht los mit einem Skillrun, versucht das hier wunderbar, Dragback, schön gemacht, geht weiter mit der Ballrolle, beziehungsweise mit dem Step-Over, dann hier ins Scoop-Turn-Shop und im 16er, der Pfosten ist im Weg. Aluminium Nummer 1 in dieser Episode, warum sage ich Nummer 1? Wartet ab, Menes Nachschuss wird dann auch nochmal gehalten, dieser Bronze-Keeper hat mir das Leben richtig schön schwer gemacht und es ging weiter mit guten Chancen, allerdings nicht mit so richtigen Knüller-Geschichten, denn Guarin hier mit dem Ball auf Quaresma und der macht keine Skills, der haut einfach rauf. Die ersten Coins der Episode. Und wenn er die einfachen schon nicht macht, macht er immer den schweren Ball rein. Ganz schön, ja, hätte ich gemacht. 1000 Coins dafür. Martinez dann wieder. Versucht hier das 2:2 zu erzielen. Steht im 16er und Pfosten die zweite. Eieiei. Das Aluminium war unser bester Freund. Aber in der nächsten Szene macht Martinez besser. Der Hacke zu Hacke bringt uns 1500 Coins. Dieser Skillmove bringt uns auch noch 1500 Coins. Das heißt 3000 und Martinez macht die Bude rein. Wir sind bei 4000 Coins bisher in dieser Episode. Das heißt, das erste Pack ist schon in die greifbare Nähe gerückt. Auch wenn es ja sowieso mal eins pro Episode gibt. Skola, ja, der ist hier ein bisschen bedient davon. Hat aber auch das Gegentor verdient. Und ihr kennt mich vielleicht noch nicht so ganz gut, weil wenn ich dann irgendwann mal aufgeholt habe, dann wird das Spiel auch endgültig drehen. Ich verrechne mal 5-Star-Skillmove, noch ein 5-Star-Skillmove. Das heißt, wir haben schon mal 4000 Coins, 5000 Coins, 6000 Coins. Das Tor von ihm sind 7000 Coins. Und naja, das ist schon mal relativ schön. Dann haben wir 11.000 Coins in dieser Partie schon mal gesammelt. Und 11.000 Coins sind ein ganz solides Pflaster. Denn so könnten wir ja noch ein zweites Pack für diese Episode kriegen. Richtig schönes Tor von Quaresma. Hat er wieder bewiesen, was er so kann. Und es ging noch weiter mit einer Chance. Martinez im 16er. Überraschung, Überraschung. Er trifft den Pfosten. Was für ein Spiel vom Aluminium her. Und in der 90. kam nochmal diese Szene. Meireles im 16er. Was macht er? Nicht das Tor. So eh. Mit mehr Glück als Verstand kann er diesen Ball da wegfausten. Und es gibt einen Eckball. 90. Minute. Ecke ist OP. Aber Neto bringt die rein. Das war der Fehler. Wird rausgeköpft. Und da ist Mazuku. Und Mazuku war die ganze Partie extrem unauffällig. Genauso wie die restlichen Spiele. Denn immer wenn es über links ging, war es eigentlich ein Ballverlust. Er ist zu langsam, er ist nicht beweglich genug, er ist nicht gut genug, aber aufs leere Tor aus 50 Metern, das kriegt er noch irgendwie hin. Longshot nochmal 500 Coins aufs Konto drauf, 11.500 Coins haben mittlerweile. Der 4:2 Sieg im Endeffekt, der Gegner ist dann auch noch gequittet, also eigentlich sollte es dafür auch noch Coins geben, gibt es aber nicht. Und dementsprechend bleiben wir bei diesem Betrag und gehen ins nächste Spiel und das
habe ich gegen Jan gespielt. Jan können einige von euch kennen, ist ein guter Kollege von mir im Real Life und er hat mit diesem Team gespielt hier. Mit Casillas, Varane, Koscielny, Gibbs, Van der Wiel, Matuidi, Pogba, Gabay, Lavezzi, Ibabo und Cuadrado. Ibabo und Cuadrado, ja richtig. Ibabo, glaube ich, 64 Finishing oder so dieses Jahr, aber wir wissen alle, wie overpowered der ist. Und in diesem Spiel, das war für mich das Ace des Todes, denn es ging wirklich nichts zusammen. Wirklich, ich lüge nicht. Das ganze Spiel war das vielleicht die zweitbeste Szene von mir. Auf der anderen Seite ein Pass von Kabay hier wunderbar in die Schnittstelle. Easy Marin macht den Mega-Fehler, schlechter verteidigen kann man nicht. Und es steht 1:0 nach gerade mal 30 gespielten Minuten. Natürlich durch Victor Ibabo den Mann mit den 66 oder 64 oder irgendwas in 60ern Finishing. Zoe kann da definitiv diesmal nichts machen, aber trotzdem richtig bitter und es ging bitter weiter, denn wir versuchen mit Guarin. Der Ball kommt auf Menez und Menez, ja, macht den natürlich nicht rein. Casillas hält den und es ging die ganze Zeit so weiter. Die Ecke reingebracht von Jackson Martinez, natürlich nicht, sondern von, ja, unserem lieben Quaresma, den wir hier ausgewählt haben. Die kommt auch gar nicht mal so scheiße in die Mitte. Maxes versucht mit dem Kopf abgewehrt, da ist Matt Labba, der hat einen richtig starken Schuss. Maxes nochmal, könnte den Kopfball machen, schafft's nicht, es bleibt beim 1:0. Und auf der anderen Seite geht's weiter. Ibao mit dem Chop kommt glücklich durch gegen Maxes, wie sollte es anders sein? Der Pass nach vorne, der Pass auf Kabay, direkter Schuss mit dem schwachen Linken und der ist wieder drin. Zoe macht wieder keine unbedingt gute Figur, aber das 2:0 ist gefallen und naja, ein 2:0 aufzuholen ohne Chancen ist relativ schwierig, denn die Szene von Menez war die beste Chance, die ich in der Partie hatte. Hier geht es nochmal weiter mit dem Angriff vom Jan. Der Ball kommt auf Kabay wieder auf Ibabo durch, aber er hat halt nur wenig Finishing. Macht diesen Ball dementsprechend nicht rein. Nicht das 3:0, die absolute bombastische Phasenniederlage, aber wir versuchen es hier nochmal in den 16er zu kommen und natürlich gibt das keinen Elfmeter. Van der Wiel zieht am Trikot, Masuku fällt. Es gibt nicht den Elfmeter, warum auch. 2:0 am Ende, ja, verdient für Jan. Und im dritten Spiel habe ich vergessen, das Team aufzunehmen. War aber einfach nur ein französisch anmutendes Hybrid aus BPL und Ligue 1. Also nichts so Besonderes. Wir gehen in die Partie rein und wir starten direkt vom Anstoß an mit einem Skillrun von Quaresma, weil wir brauchen ja Coins. Wir haben im letzten Spiel kein einziges Tor gemacht. Vielleicht ja diesmal. Allerdings wird es auch hier wieder schwierig. Ihr seht schon, die Verteidiger kleben ihm am Arsch. Aber er erobert sich hier den Ball gegen Valbuena nochmal zurück. Macht das auch gut, versucht dann weiter in die andere Richtung zu gehen, hier schön gemacht, geht jetzt vorbei am Gegner mit, an José Enrique mit einem Fake-Shot, mit einem erweiterten Fake-Shot oder wie auch immer das heißt, der Rabona-Fake war dann unnütz, aber wir gehen mit einem Job in die Mitte, sieht gut aus, geh weiter, nein, er schafft es nicht gegen David Luiz, kriegt er den Ball nochmal, aber er verliert noch gleich wieder, bleibt beim 0:0 und das ganze Spiel war ich überlegen, Jackson Martinez. Ich denke, ihr wisst, was kommt. Der Pfosten. Jawohl, das vierte Mal in dieser Episode. Ich habe echt richtig Glück gehabt. Also das war echt schon unnormal. Quaresma dann hier mal nach ungefähr 31 Minuten versucht. Latte. Fünftes Mal Aluminium. Ich weiß echt nicht, was los war in dieser Episode. Es gibt's gar nicht. Hier nochmal der Nachschuss von Masuku, aber auch der geht übers Tor. Und ja, es muss natürlich so weitergehen mit vergebenen Chancen in der zweiten Halbzeit. Die Ecke kommt rein, Martinez und auf der Linie natürlich wieder geklärt von Valbuena. Es war einfach nicht mein Tag und die erste Chance des Gegners gab es in der zweiten Halbzeit und zwar nach knapp 56 Minuten. Kabay erobert sich hier irgendwie den Ball, geht dann in die Mitte hier gleich mit dem Job, macht das gut, auch wenn Matlaba ihn auf jeden Fall trennen kann vom Ball. Schlecht verteidigt von Easy mit Mirin. Ja, Max, das sieht dann auch scheiße aus, Arias auch und dann steht es 1:0. Mit der ersten Torchance vom Gegner steht 1:0. Richtig, richtig, richtig bitter für uns, wenn wir das hier tatsächlich verlieren sollten, aber momentan sieht es halt noch so aus, ne? Wäre nicht sonderlich schön, aber was willst du machen? Gut. Chance, Masuku, vielleicht ja mit einem Freistoß, aber nein, er war einfach unauffällig und auch dieser Freistoß war zwar gut, aber nicht erfolgreich. Quaresma versucht es dann in der 82. Minute mit dem Freistoß und natürlich steht irgendwer im Weg, weil wäre wahrscheinlich sowieso gegen Pfosten gegangen, wie ich mich kenne. Es war einfach so, dass mir die Scheiße am Fuß geklebt hat. Martinez nochmal mit dem Ball auf Menez und der weltschlechteste Abschluss von Guarin, das war ein Finesse-Schuss ins lange Eck. Bleibt beim 1:0 und dementsprechend gibt es nur ein Pack diese Episode. Es tut mir leid, es war wieder richtig scheiße, aber was soll's. Im Pack ziehen wir auch nicht so überragend, das kann ich gleich schon mal ankündigen. Nächste Episode werden wir ein Team mit Clément bauen müssen. Mal sehen, wie die nächste Episode wird, wenn euch diese trotzdem schlechte Spiel gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich darüber freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß auf meinem Skiller-Rating, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.